Freunde, herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video hier bei CAFTV. Willkommen an Tag 2 von dieser React-Woche. Das Ganze hat den Sinn, dass ich mal ein bisschen auf neue Musik komme und nicht nur die gleichen 20 Songs rauf und runter höre. Deswegen habe ich mir die All-New-Metal-Playlist auf Spotify geholt, wie auch schon beim letzten Mal, und habe mal geguckt, was da so die letzten Tage hinzugefügt wurde. Und heute haben wir hier einen Song von einem Künstler namens Keith Wallen. Ich habe den Namen noch nie gehört und der Song, den wir uns heute anhören, heißt Strings. Video geht 2 Minuten 37. Das wird also eine zügige Nummer. Ich bin gespannt. Wir schalten rüber. Und dann gehen wir auch direkt rein. Okay. I don't need a bad religion to practice what they preach in church. I don't need a politician. Teach me how to keep my word. I bet you like the cage. It makes you feel so safe. You accept your fate. Ich find's ein bisschen poppig, also nicht schlecht poppig, aber halt es hat so Pop-Einflüsse irgendwie. Aber man hat gerade eben schon gemerkt, hinter der Stimme ist doch ein bisschen Power. Mal gucken, was da im Refrain noch kommt. Aber ansonsten, Video sieht nice aus, Sound ist gut, bis jetzt solide. Diese roten Visuals sind total geil. Das gefällt mir echt gut. Ich bin total dumm, weil als ich den Titel gelesen habe, Strings, dachte ich natürlich nicht an sowas wie eine Marionette oder eine Puppe, wo man an Strings attached ist, sondern ich dachte an Strings, Streichinstrumente. Ich mag das, wenn Clean Gesang mit härteren Vocals unterlegt wird. Das finde ich tatsächlich cool. Und der Song hat das schon auch so ein bisschen, ne? An manchen Stellen. Ich finde, der Song ist echt solide, aber er sticht jetzt nicht ultra krass raus. Ne? Es ist so ein solides Mittelfeld gefühlt irgendwie. Nice. Ja, cool. Ja, wie gesagt, also, das ist jetzt nicht der krasseste Nummer 1-Hit, aber es gibt auf jeden Fall schlechtere Songs und der war durchaus hörbar. Warum habe ich Keith Wallen, einen noch nie gehört. Aber seine Stimme kann was. Die Visuals waren cool und der Song auch. Kann man eigentlich nicht meckern. War durchaus solide. Wie findet ihr es denn? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann können wir darüber schnacken. Ich muss sagen, dieses Projekt, mir neue Songs anzuhören, um mal so ein bisschen meinen Horizont zu erweitern, funktioniert echt richtig gut. Also ich habe auch
über andere Plattformen wie zum Beispiel TikTok und so in den letzten Wochen echt viel neues Zeug um die Ohren gehauen bekommen, wo jetzt einiges tatsächlich in meiner Playlist gelandet ist. Deswegen werden wir das auf jeden Fall diese Woche noch weiter durchziehen. Wir sehen uns morgen zu einem neuen Video. Bis dahin, bleibt bitte gesund, passt auf euch auf. Macht's gut, ciao.